Auf dem Zwergplaneten Ceres wurde ein mysteriöses Quadrat entdeckt und das ausgerechnet im Okator-Krater, der mit dem hellsten Fleck auf dem Planeten. Haben uns Aliens hier Spuren hinterlassen, die wir nur mit hochentwickelter Technologie einer weit entwickelten Zivilisation entdecken können? Ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. In 2001, Odyssee im Weltraum, nahmen Außerirdische genauso Kontakt zur Menschheit auf, nur da war das mysteriöse Objekt auf dem Mond. Kann es also sein, dass eine hochentwickelte Zivilisation so Kontakt zu uns aufnimmt? Die Umstände dabei sind schon ein wenig verrückt und wenn man sich diese Filmvorlage als Orientierung nimmt, spricht vieles dafür. Aber es könnte eben auch nur ein Wunschgedanke sein und Fantasie, die mit uns durchgeht. Aber der Reihe nach. Entdeckt wurde Ceres 1801, aber erst vor wenigen Jahren, 2006, wurde er mit seinem Durchmesser von rund 900 Kilometern in die Gruppe der Zwergplaneten eingeordnet. Ein Jahr später, am 27. September 2007, wurde die Sonde Dawn zu Ceres geschickt. Erst knapp 8 Jahre später erreichte sie Ceres am 6. März 2015. Seitdem schießt Dawn spektakuläre Bilder von Ceres und hat den Zwergplaneten inzwischen komplett kartografiert. Bereits am 13. Januar sendete die Sonne ein rätselhaftes Bild an die Erde. Sie hatte einen extrem hellen weißen Fleck entdeckt, der sofort die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf sich zog. Fast ein Jahr später konnte das Rätsel der Flecken im Okator-Krater gelöst werden, aber die Lösung machte es nicht weniger mysteriös. Zum einen stellte sich heraus, dass es mehrere Flecken waren und diese Licht aussendeten bzw. Sonnenlicht reflektierten, was das Spektrum von Mineralsalzen wiedergab, genauer hydratisierte Magnesiumsulfate. Aber noch spannender war ein anderes Phänomen. Im Krater schwebt ein dünner Nebel. Das Forschungsteam schließt auf verdampfendes Wasser. Perfekt also für eine Mission mit Menschen zu dem Zwergplaneten. Doch dann gab es eine weitere Sensation. Die NASA hat die Mission inzwischen mehrfach verlängert und schwenkte die Sonde inzwischen auf eine elliptische Umlaufbahn ein. Vorteil, sie kann jetzt viel dichter an Ceres heranfliegen. Und dabei entdeckte sie etwas ziemlich Verrücktes. Am 22. März 2016 überflog Dawn den Zwergplaneten in nur 385 Kilometern und entdeckte in einem der hellen Flecken, dem Vinalia Faculae, eine quadratische Struktur. Einerseits etwas, das auch durch Zufälle in der Natur gebildet werden könnte, aber andererseits eine ziemlich mathematische Struktur. Es wäre ein Symbol, das genauso wahrscheinlich Außerirdische zum Beginn einer Kommunikation verwenden würden. Und jetzt gibt es noch bessere Bilder, die die Sache nicht besser machen, denn zum einen ist das Quadrat nicht perfekt quadratisch, eine Ecke fehlt quasi, aber beim genaueren Hinsehen sieht man ein zweites Quadrat im Quadrat etwas dunkler und das ist ziemlich perfekt. Es bleibt also spannend und wenn wir irgendwann in der Lage sind, das Quadrat näher zu untersuchen, dann könnte es vielleicht das Tor in eine andere Welt sein oder eine große Enttäuschung. Also, wenn ihr kein Video dazu zum Beispiel und zu anderen Themen verpassen wollt, auch extra Videos, spezielle Livestreams und so weiter, dann werdet Mitglied hier auf dem Kanal und nehmt noch ein paar Privilegien mit. Außerdem unterstützt ihr uns mit einem kleinen Betrag. Einfach Mitglied werden, also direkt hier unter dem Video draufklicken. Und vielen, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Einfach hier draufklicken. Und hier, da geht's weiter mit dafür auch draufklicken. Aliens, der erste Kontakt. Bis dann. Bleibt dran.